Garbage game. Set one. Wobbler. Jan Simak. Er ist einer der überragenden Akteure dieser Spielzeit bislang. Siebert, Fegler, 1-0. Und die Tools. Daniel Stendel. Hannover hat hier viel, viel mehr getan und sie können nicht immer gehalten werden. Und dieser Mann mit der Nummer 10 erträgt sich, dann nagelt er das Ding genau ins Eck an den Pfosten. Aber was ist das für ein Antritt? Dabei diese Technik im höchsten Tempo. Guckt es sich auch so, aber das sind nur Zahlen, wie er sie macht. Hannover muss aufsteigen, sonst ist der Mann nicht zu halten. Und wenn sie aufsteigen, dann werden sie noch viel zu teuer. Eine personifizierte Fußballshow. Schauen Sie sich Hannover 96 an. Dieser Mann mit der Nummer 10 ist allein das Eintrittsgeld wert. Ich glaube, Dietmar Demuth, der Trainer von SC St. Pauli, kommen die Tränen, dass er den nicht hat loshalten können. Und so manch anderer Club wird sich auch fragen, warum haben wir den übersehen? Jan Schiemann, macht er sein drittes Tor? Nein, er legt auf! Und Nikovic, die Entscheidung, 2-4. Die allein wie Schiemann diesen Pass dann noch Spiel zu kurz sieht, da kommt einer angerauscht, hochspringt. Das ist ein Instinktfußballer, der ihm hier perfekt aufhört. Spielminute erzielt Hannover 96, das 4-2, Torschütze war die Nummer 17. Schiemack wird das der fünfte Treffer. Er wird's.